meine Lieben, und herzlich willkommen. Da ist sie an der Brust abgerutscht. Oh Gott. Hallo, meine Lieben, und herzlich willkommen hier in meinem Telefon, wo wir uns auch gerne mal selber anfassen. Ich glaube, das lasse ich drin. Wow, oder auch willkommen beim Chaos. Warum bin ich denn in meiner Titte hängen geblieben? Ja, wenn du an den Titten hängen bleibst, weißt du, sind sie zu groß. Oh Gott, scheiße. Ja, meine Lieben, herzlich willkommen hier in meinem Telefon, wo wir auch mal sehr komische Dinge machen und Videos immer wieder sehr chaotisch sind. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt in Darkest Will Castle zur heutigen Folge. Und diesem sehr entspannten Point-and-Click oder Click-and-Point, wie rum man es auch immer nennen mag, Adventure-Spiel-Dings. Ich bin so ein bisschen vom Kopf her momentan nicht so ganz sortiert, sage ich gleich vorneweg. Es ist zum einen, bin ich gerade jetzt so in meiner Mittagsmüdigkeit. Ich hing gerade auf meinem Bett mit meiner Switch und habe irgendwas ganz Strangees gespielt. Und bin momentan so ein bisschen im Job bewerben. Das heißt, ich bin kopftechnisch momentan so ein bisschen, also, dass ihr wisst, was los ist, wenn ich mich nicht so wirklich ausdrücken kann. Also ein bisschen weniger als sonst. Ja, also, lange Rede, kurzer Sinn. Wir befinden uns in Darkest Will Castle. Und wir haben das letzte Mal, beziehungsweise der Cid, der scheinbar doch nicht so intelligente Bösewicht, wie er da steht und breit grinst. Der hat seinen Hausfisch, den Domingo, befreit, indem er alle Dämonen gleichzeitig aus dieser magischen Kiste von den drei Romero-Brüdern mit rausgelassen hat, weil er dachte, dass die sich ihm unterwerfen würden. Wie bescheuert muss man sein, weißt du? Die sind da, wer weiß wie lange, in dieser dämlichen Kiste eingesperrt. Ich glaube, da ist der Zorn und die Wut einfach so groß. Die werden die Teufel tun und sich jetzt jemandem unterwerfen. Und Ironie des Schicksals, Cid kommt jetzt in sein eigenes Schloss nicht mehr rein, weil dort König Vigo jetzt das Schloss übernommen hat. Weil König Vigo dort nämlich jetzt das Schloss übernommen hat, meine Lieben. Und auch das letzte Mal, haben wir schon gesehen, saß er nämlich in seiner eigenen Falle. So, und jetzt haben wir nämlich hier, ich weiß gar nicht, warum waren wir eigentlich jetzt hier? Was haben wir gesucht? Ich weiß es tatsächlich gar nicht, was unsere Mission war, die uns hier nach hinten hingeführt hat. Zumindest sehen wir, Pedro konnte jetzt endlich, nachdem die Dämonen an der Macht sind, sein wahres Gesicht zeigen. Denn Pedro hier mit seinen Krankheitserregerwürstchen ist eigentlich auch ein Dämon. Aber gut, um krankheitserregende Salmonellenwürstchen verkaufen zu können, müsste auch irgendwie so ein bisschen die dunkle Seite in dir haben. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, das Ziel ist eigentlich, wir wollen ins Schloss wieder rein. Und vor dem Schloss stehen so drei Typen, die auf der Suche sind nach so richtig geilem Zeug. Ja, da meinen sie jetzt keine Drogen irgendwie, weil da hätte der Cid die Pilze, die er da in seinem Garten hat, ihnen vielleicht andrehen können. Nein, Krankheitserreger, korrekt. Da denkt man sich, da könnte man zu Pedro jetzt einfach mal hingehen und einen Hotdog bestellen, aber den gibt er uns nicht. Stattdessen haben wir jetzt hier so eine Art Sammelkarte, glaube ich, und wir müssen für ihn einfach einen neuen Kunden anheuern und dann kriegen wir dafür, für diese Kundenakquise, einen gratis Hotdog. Ich weiß tatsächlich jetzt auch nicht, wem wir diese Karte zuerst zeigen. Das war jetzt viel dummes, langes Labarababa drumherum, ne? Aber ist nicht schlimm, pass auf. Wir gucken einfach mal Briefkasten. Und ihr seht, dass die Dämonen in der Stadt sind, sehen wir daran, dass es überall brennt und alles so ein bisschen scheiße aussieht. Mich würde interessieren, wie der Hund, ob der Hund... Komm, wollen wir das jetzt mal öffnen? Ach, schade. Das hätte mich interessiert. Ja gut, pass auf, dann haben wir in diesem Screen jetzt hier nichts verloren und gehen jetzt einfach tatsächlich auch mal in die Taverne. Oh, da steht ein Werwolf. Ein Sixpack-Werwolf. Warum denke ich da jetzt an Twilight? Da haben wir auf Arbeit letztens eine sehr traumatische Diskussion gehabt, die ich aber jetzt noch nicht vertiefen will. Da ging es auch um Twilight. Also pass auf, wir gucken ihn uns erstmal an. Oh, reminds me of my pack of rabid wolves. I miss them so much. Stimmt, er hat ja zwei Knöpfe, einen für diese Falltür und einen für die Wölfe, aber die Wölfe hat er verhungern lassen. Also, so hätte ich gesagt, das ist vielleicht einer von ihm, er soll einfach mal mit ihm reden. Who's a good boy? Who's a good boy? Wow, wow. Hey, I find that commentary very offensive, not just because I'm half wolf. I will act like a canine. Sorry, I didn't... Der klingt so gebildet. Not for his race, color, religion, or lycanthropic condition. Look, I did not. We were the time.
We should leave our prejudices behind. Look at each other as equals, because no matter if you were born on a different country or you are thirsty for blood, we are all the same from the inside. And when... Hey, I already said I'm sorry, okay? It seems that we started on the wrong foot. I'm Sid, Demon of Darkestville. And you are? Nice to meet you, Sid. My name is Jack Gutspeller, President of the LRA, Lycanthropes Rights Association. Was ist denn Lykanotroph? Okay. What does the LRA do? We fight for the lycanthrope rights on many fronts. For example, we want equal treatment. We want a positive representation of the lycanthropes on the media. And we want equal payment for equal work, among others. Do you know that lycanthropes are paid 70 cents for each dollar a vampire earned? I had no idea about that. Now you know it. But the question is, what are you going to do now that you know the facts? Want to join the LRA? No thanks. Are you against lycanthropes' rights? Of course I am. I'm an instrument of evil. But don't worry, it's not an act of discrimination. I'm against everyone's rights equally. No, I understand. We are okay then. Er macht ja seine eigenen Rechte. So, ich weiß tatsächlich nicht, ob das jetzt vielleicht zu laut ist, aber ich finde, dieser Wolf spricht einfach so leise. Was im Übrigen, ist euch schon mal aufgefallen, dass es einige Professoren gibt, also teilweise sehr, sehr gebildete Leute, also ja, Professoren sind sehr gebildete Leute, aber dass man im Allgemeinen sagt, dass es unter anderem bei gebildeten Leuten gerne mal vorkommt, dass sie leiser reden. So, jetzt könnten einige sagen, gut, das erklärt ja schon deinen Bildungsstand. Darüber wollen wir jetzt gar nicht diskutieren und streiten. Ja, das erklärt meinen Bildungsstand. Ja, okay, da reden wir nicht drüber. Er soll uns einfach ein bisschen was darüber erzählen. I'd rather have hepatitis than to say that line. What? Nothing. I was just talking to myself. Yeah. So you're a werewolf, right? We prefer the term lycanthropes. Das ist ein Wort, was ich noch nie gehört habe. We are trying to change the way people perceive us, even on a linguistic level. And yes, to answer your question, I'm a respectable member of society that happens to be a lycanthrope. And I'm not ashamed of my condition as such. So, you are a werewolf, right? Yes, I'm a werewolf. All right, cool. Lykantrop, gibt's das Wort? Kennt das irgendjemand von euch? Warte mal, da müssen wir jetzt mal tatsächlich Tante Google befragen, ob es das wirklich irgendwie gibt. Sekunde. Ach, schwör, Leute. Lykanthropie, das Wort gibt es wirklich. Lykanthropie bezeichnet die Verwandlung eines Menschen in einen Werwolf, wie sie in Sage, Märchen und Fiktion vorkommt. Gestaltwandlungen zwischen Mensch und Tier im Allgemeinen werden unter dem Begriff Therianthropie zusammengefasst. Der Begriff wird gelegentlich auch im Zusammenhang mit Vampirismus verwendet. Ach du Scheiße. Okay, gut. Ja, wieder was dazu gelernt. Es gibt also auch... für einen Werwolf eine wissenschaftliche Bezeichnung. Ach, leck mich doch. Do you realize that there is no full moon? I'm aware of that situation. I hope you are not implying that because there is no full moon that I should not be here. It is true that in the past we were subjugated by a system that only allowed us to express ourselves on a full moon basis schedule. But luckily the full moon. Ach du Scheiße. Was abolished a long time ago. Wisst ihr, woran mich dieser Werwolf erinnert? Der erinnert mich an so manchen... Ich möchte jetzt nicht unhöflich klingen. Nein, nein, um Gottes Willen. An so manchen jüngeren Mann, der mich auch mal an irgendeiner Straßenecke angequatscht hat. Okay, ja gut. Lassen wir das, lassen wir das. Also, was macht er denn vor der Kneipe? Was? A lycanthrope can't just be outside a tavern enjoying the night breeze? No, it's not that. Er fühlt sich so schnell angegriffen. I was just being curious about... About what? Are you implying that because I'm a lycanthrope, I will be outside a tavern waiting for drunk people to go out so I can eat them like a mindless beast? What? No, I wasn't... Look, what I'm doing outside the tavern is my own business. You are not entitled to an explanation of my behavior.
and it has nothing to do with the delicious people that are inside the tavern and will be vulnerable on their way out. Talking with you is more complicated than I would like. Richtig. Aber Leute, die etwas zu verbergen haben, versuchen sich so rauszureden, beziehungsweise, ne, es heißt ja nicht, beziehungsweise, es heißt ja, bellende Hunde beißen, nee, warte mal, getroffene Hunde bellen? Wie geht denn das? Eieiei, ich weiß gerade nicht, was ich sagte. Mein Kopf ist momentan ein bisschen unaufgeräumt. Aber es heißt doch, wenn man irgendwo eine Vermutung jemandem gegenüber ausspricht und diese Vermutung doch so ein bisschen an der Wahrheit kratzt, dass man dann ganz gerne mal schneller an die Decke schießt und extremer an die Decke schießt, als es eigentlich der Fall ist. Und ich stelle gerade fest, hier fliegt auch noch irgendwo eine Fliege herum. Also der Verfall meiner Wohnung schreitet ebenfalls voran. Denn es ist sehr, sehr warm und ich glaube, das kommt so ein bisschen aus meinem Obst aus der Küche. Yeah. Also wir haben ihn jetzt tatsächlich alles gefragt. Goodbye. Ein seltsamer Werwolf, meine Lieben. Ich werde jetzt einfach mal eben schnell den Sound überprüfen, weil ich den Eindruck habe, das ist noch nicht so ganz, wie ich das mir vorstelle. Wir könnten natürlich auch mal probieren, ob wir... Oh, was ist das eigentlich? Können wir aus der Mülltonne noch etwas rausholen? Nothing there looks useful. Gut. Very definition of garbage. Aber wir werden natürlich auch ihm einmal die Hotdog-Karte zeigen. Ich glaube ja nicht, ne? Should give this to someone who appreciates it. Gut, haben wir irgendwas anderes, was man ihm vielleicht... pass auf, der ist doch so schlau! Pass auf, der ist doch so schlau! Vielleicht... The only thing this is useful for ja, aber er ist doch so schlau! Okay, gut. Er ist ja ein Hund! Ja! Do you think that because... oh my God, ich sehe es an deinem Schwanz! Throw it, for God's sake. Just throw it. Go get it. Yeah! Ah, ooh. Here it is. Here it is. If you tell someone you saw me doing this, I will sue you. Was ist das für ein Schwanz? Okay. Von wem? Somebody asked me. This never happened. Yes, this never happened. Okay. It's a green lizard tail. I wonder what happened to the bone. Vielleicht steckt der Knochen anstelle des Echsenschwanzes in der Echse. Okay, lassen wir das. Aber scheiße, ich habe schon wieder so übelst Kopfkino im Kopf. Nimm's einfach mit. To the inventory you go. Was auch immer wir damit jetzt tun können. Also wir gehen jetzt tatsächlich einfach mal in die Bar rein. Ich mache nochmal ein bisschen leiser, weil der Werwolf ziemlich leise war. Wie sieht er denn aus? Was er jetzt dazu sagt, er hier. Ach, es ist doof. Ja, wie gesagt, ich hatte für diejenigen, die das jetzt noch nicht so ganz mitbekommen haben, mein Aufnahmeprogramm hatte ein Update und seitdem kann ich euch leider nicht mehr zeigen, worauf ich direkt hier auf dem Screen herumdrücke. Das sieht man leider nicht mehr. Aber Steve voller Dämon. Ach du Scheiße. I don't know the guy. It's not polite to go around just touching random people. Naja, ach so. I like how he dresses. He looks a bit skinny though. Ah. Hello. Hello, sir. Lovely night to play dice, isn't it? Ah. You say that just because you are on a winning streak. No, I say it because it is the truth. Oh, shut up. Let me introduce myself. I'm Frank Brokenfall. My angry skinny friend here is Don Doublehorn. And you, sir, are... I'm Sid, the Demon of Darkestville, known for performing evil deeds of demonic proportions. One night I even stole one sock out of every pair in town. That's very impressive. What kind of dice games are you playing? Oh, we're playing Demon Dice. The Southern Hell version. The game is really simple to learn. Each player places a bet, and then they throw the dice. The lowest number wins the game. Okay, die Regeln sind ja ziemlich einfach. I bet I could defeat you at dice. Oh, you look really confident, my friend. Let's see if that confidence is well-founded. That's a bad idea. He never loses. Ha! That's because he's never played against me. I like your attitude. What are you going to bet?
Was mein Einsatz ist? It seems like there's an argument going on between you two, right? Don't listen to him. He's embittered because he is terrible with the dice. Me terrible with the dice? I highly suspect that you are cheating all night long. Me? Cheating? Yes, you, cheating. How is it possible that you win 200 games in a row? Any only time I saw you failing, I'm pretty sure I heard one of the dice saying, I'm sorry, boss, my mistake. Please don't fire me. I really need this job. Martha's pregnant again. Do you realize how ridiculous your accusation is? Ich kann nicht mehr. To be pregnant. I mean, that makes sense. Das hat so RTL-Charakter. Please don't talk. You can try to make me look bad in front of him, but I know what I heard, and I'm not playing dice with you anymore. I have to leave now. Vielleicht müssen wir irgendwann mal was als Einsatz auf den Tisch legen. Also wir können natürlich mal gucken, ob wir den Echsenschwanz hier irgendwie als Einsatz geben können. I want to gamble this lizard tail. No, no. You can't gamble that. That animal wasn't innocent. How do you know? Oh. Also die Dämonen reden alle sehr, sehr leise. Oh, I see. Gut, den Echsenschwanz wollen sie nicht. Dann setze ich ein! Ein Biologiebuch. Sorry, my friend. But if you don't have anything then we can't play. Ich hätte doch Zucker. Sorry, my friend. But if you don't have dann würde ich jetzt die Hotdog-Karte einsetzen. Sie ist ja im Endeffekt eigentlich etwas sehr, sehr Wertvolles. Sorry, my friend. Auch nicht gut. Ich probiere trotzdem alles durch. Die Schraubenzieher. Sorry, ja, ja, gut. Also, ist die Frage. Hello. Hello, my friend. Lovely night. Gut, gut, gut. Also, ist die Frage. Ich dachte, man kann mit beiden irgendwie reden. Ist die Frage, ob wir da tatsächlich nochmal wiederkommen müssen? Das weiß ich noch nicht. Pass auf, wir gucken jetzt nochmal auf die Speisekarte. Vielleicht hat die sich ja jetzt geändert. Choose from our varied menu, all at the same price. Caramelized duck with bacon. Nee, ich glaube immer noch das gleiche, ne? Duck with caramelized bacon, duck with bacon all caramelized with a pinch of pepper. And if you're against the natural order of the world, don't forget to taste our vegetarian option. Gut, dann sprechen wir mit Giovanni. Hello. Hi. Weil eigentlich müsste ihn das ja jetzt ziemlich verstören, wenn da so eine komische Leute drin sitzen. Gut, als Barbesitzer, wenn sich da jemand die Kante gibt, sieht er vielleicht am Ende des Abends auch irgendwie so aus. Aber normalerweise müsste er ja eigentlich, weil der Giovanni ist ja ein normaler Mensch. Und drumherum sitzen da jetzt so noch Dämonen. Eigentlich müsste der Giovanni ja völliger Angst, oder zumindest ein wenig Angst verspüren. What happened with the usual customers? They escaped in fear when the demons entered the tavern. Hey, why did nobody run when I entered the tavern? I'm a demon too. That's discrimination. That's different. We've known you since you were just a kid. Plus, you don't have horns. That's right. Stimmt, Dämonen sind ja nichts gänzlich Neues. I was about to do so, but then the demons ordered 2 bottles of the most expensive wine. You can't kick out customers. Ich würde ihm tatsächlich auch mal den Echsenschwanz anbieten. Gut, alles klar. Okay. Dann gucken wir jetzt mal erstmal weiter. Wir waren ja noch nicht überall. Wir laufen jetzt tatsächlich auch mal an dem Werwolf vorbei. Ach du Scheiße, was ist das denn? Da fällt mir nur eins ein, Freunde. Ich weiß nicht, ob es noch klebt oder hängt sogar noch ein Haar dran. Was tut sie? Ja, 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 meine Lieben. Das werden wir spätestens in der nächsten Folge herausfinden, was sie da tut. Wenn ich es frei operiert bekomme. So, dann, meine Lieben, werden wir... Oh, es ist so eklig, ne? Werden wir uns dieser hübschen Spinnenlady widmen in der nächsten Folge. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid. Also, bis gleich!